Das vermeintliche Blut ist noch immer auf dem Stock zu sehen. Darauf gepfählt war ein Teddybär mit durchschnittener Kehle. Das und so etwas wie ein Grab, geschmückt mit Blumen, hatten Unbekannte am Mittwoch vor einer Asylbewerberunterkunft in Lahntal-Sarnau gelegt. Die vorwiegend aus Syrien stammenden Flüchtlinge, die in diesem Haus wohnen, sind geschockt und möchten sich nicht vor der Kamera äußern. Der Staatsschutz hat nun die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Das schließt die Überprüfung eines fremdenfeindlichen Hintergrunds mit ein. Die Fahnder suchen nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Unterkunft in der Biedenkopfer Straße aufgefallen sind. Die Tat soll sich Mittwoch zwischen 21 und 23 Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt die Kripo Marburg entgegen unter der Telefonnummer 06421 40 60. Der Staatsschutz ist auch in einem anderen Fall noch aktiv geworden. Mittwochnacht hatten Unbekannte in Kölbe einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro angerichtet. Die Täter hatten in einem Hotel in der Kasseler Straße eine Vielzahl von Scheiben eingeworfen, rote Farbeier geschmissen und politische Parolen auf die Fassade gesprüht. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer geplanten Veranstaltung der AfD in dem Hotel handelt. Die Kripo sucht auch in diesem Fall nach Zeugen. Hinweise gehen wieder an 06421 40 60.